Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Staffel 6 mit der Folge 335, meine lieben Freunde. Ich habe mein Bett hier wieder und alles Möglichen und wir machen uns gleich weiter auf die Reise Richtung Himmelsstern. Aber vorher tue ich nochmal den Chat ausstellen. Versteckt. Zack. Und weiter geht's. Wir haben auf der Karte schon ein bisschen Weg zurückgelegt. Und wir wollen jetzt natürlich so schnell wie möglich dorthin reisen. Noch 26 Kilometer haben wir vor uns. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir pro Folge 2 Kilometer. Wenn wir natürlich mehr Wegstrecke hier auf dem Wasser zurücklegen, sieht man ja auch schon schön an der Meterzahl. Dann, meine lieben Freunde, können wir auch schon eher da sein. Aber bis jetzt steht das noch da. Und mein Handy liegt ziemlich nah hier dran. Und es wird Nacht. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Aber hier drüben kann man schlafen. Da drüben kann man schlafen auf dieser Insel. Zack. Eine schöne Insel, wie ich finde. Könnte man ja hier mal so ein Foto machen. Hier so, zack. So, ziemlich. Und wieder abgelegt und weiter geht's. Erstmal mit dem Stuhl knatschen hier. Aber jetzt geht's weiter. Unter uns sind Tintenfische. Wir müssen auch aufpassen, dass wir hier keinen Nether-Tempel streifen. Das ist immer äußerst wichtig, weil sonst können wir überhaupt nichts abbauen. Oh, was ist denn das da? Guck, da habe ich schon gesagt, da ist einer. Aber wir sind, glaube ich, weit genug davon weg. Können wir da ein Foto machen? Zack. Im Fahren. Im Fahren. Hier war ein Wüstenzombie. Habe ich das gerade richtig gesehen? Gleich knacken wir auch die 25 Kilometer Marke. Weit ist es noch, aber wir nähern uns. Wir nähern uns mit großer Geschwindigkeit. Und die Musik sagt auch Spannendes aus. Sobald hier jetzt kein Wassertempel kommt. So, jetzt haben wir geschnitten. Alten Freunde, 24,9 Kilometer haben wir noch vor uns. Hier vorne ist ein Birkenwald. Mal kurz auf die Karte. Zack. Hier ist wieder eine Insel, so wie ich das sehe. Oder ist es Festland? Es scheint Festland zu sein. Es scheint Festland zu sein. Und da würde ich sagen, sehr wasserreiches Festland, so wie das ausschaut. Und ich bin wieder nicht draußen ausgestiegen. Hier oben drauf. Das ist problematisch, meine lieben Freunde. Wir haben viel Essen mit. Das ist die Hauptsache. Hier ist auch ganz viel Holz, ein Birkenwald. Zack, hier ist eine Höhle. Ach, das ist nur so eine Lagune, eine Höhlenlagune. Muss ich mal ein bisschen was essen. Vorne kommt Sumpf. Vielleicht kriegen wir einen Slime. Haben wir ein paar Slots noch frei. Zwei Stück, um genau zu sein. Mal sehen, ob es hier Slimes gibt. Ich weiß gar nicht, wie der Mond steht. Die spawnen ja meistens bei Neumond.
Bei Regen, Neumond und Nacht. Was denn hier? Hier ist eine Höhle, da möchte ich nicht runter. Ich möchte schleunigstens in die Gefilde von dem Himmelsstern reisen. Nach Orientaria. Orientaria. Müssen wir ja bald über die Grenze treten hier. Wo es wieder allmählich wärmer wird. Hier sind ganz viele Blumen. Da hätte ich nicht so viel mitgenommen. Da hätte ich auch hier einen Blumenladen eröffnen können dort. Aber ich eröffne was anderes. Ah. Zack. Die frohe Botschaft erstmal von Nordwen überbringen. Und das, meine lieben Freunde, ist eine Schlucht. Eine Schlucht. Hier ist ein riesengroßer Berg. Und wir müssen einmal um den Berg herum. Ich habe wieder ordentlich Wegstrecke zurückgelegt, aber hier auf dem Land dauert das natürlich etwas länger. Hühner? Haben wir da noch ein bisschen was frei? Ja, hier haben wir noch was frei. Hühner müssen wir noch mitnehmen für ein paar Federn. Die braucht man auch für die Pfeilproduktion. Zack. Zack. So, jetzt geht's weiter hier. Na klasse. Na klasse. Zack, Sprung, Satz und Autsch. Hier sind ganz viele Hühner. Sehr schön. Die halten uns nur auf hier. Zack, zack, zack. Aber gibt Erfahrung. Es gibt Erfahrung. Und hier ist wieder eine Schlucht. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen oder ist das dieselbe? Geht ihr einmal unter den kompletten Berg durch? Ich weiß ja nicht. Jedenfalls ist sie groß. Schluchten über Schluchten. Soll die Folge heißen? Wahrscheinlich. Oder ich finde noch einen anderen Namen dafür. Hier sind Kürbisse. Kürbisse. Hier sind große Gräser. Eine Ebene. Kann man da viel Wegstrecke zurücklegen. Über diese Ebenen. Muss man ganz kurz meine Karte wieder aktualisieren. Hier vorne kommt ein Berg. Hier sind Pferde. Und da muss man auch ganz sehr aufpassen wegen den Löchern, die hier sind. Autsch. Habe ich denn überhaupt meine Abenteuerrüstung an? Ja. Die ist schon fast kaputt. Aber noch gut erhalten. Hier sind wieder Hühner. Hier sind viele Hühner in der Umgebung. Oh, das hat er lange überlebt. Zack. Hab zwar auf zufällig gestellt, doch das Lied kommt irgendwie sehr oft. Ich kann mal das nächste Lied ansteuern. Zack. Hier ist der Berg. Und so eine Messerschneide hier. Eine Messerschneide. Kilometer. Da haben wir doch jetzt hier schon ordentlich Wegstrecke zurückgelegt. So 2,5 Kilometer haben wir jetzt schon geschafft. Hier ist ein See. Sehr schön. Ich komme schon wieder vom Mikro ab. Muss das mal näher an mich anstellen. So. Und so. Ein bisschen zurechtdrucken. Und so, hier tun sich zwei Flüsse berühren.
oder fast berühren. So schaut das zumindest aus. Fast berühren. Diese Blöcke hindern daran. Margeriten. Drei Stück. Okay. Vielleicht pflanzen wir die irgendwo hin. Auf dem Weg hier. Ui, die Löcher meinte ich. Da kann auch mal Lava drunter sein. Na, dreieinhalb. So, jetzt müssen wir wieder etwas essen. Ist eine Fackel. Habe ich die jetzt gesetzt? Muss ich mir dann noch mal ein Video angucken. Wenn nicht, sind mir hier oder irgendwer ist da hier schon mal gewesen. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Weil wenn ich esse, ja, wenn ich nicht mehr Hunger habe, dann setze ich automatisch eine Fackel, weil ich die in der linken Hand habe. Beziehungsweise in der rechten Hand, das ist ja die rechte Hand. Ich baue ja mit der ab, mit der linken und mit der hier. Das ist ja die rechte Hand dann. In dem Fall müsst ihr mal so sehen, ne? Das ist die linke und das hier ist die, zack, rechte. Zack, links. So, die Richtung müssen wir. Der führt uns in diese Sackgasse. Das ist natürlich nicht so toll. Zack. Zack. Und schon sind wir drüber. Naja, fast. Hier so. Und es wird gleich Nacht. Da sind wir doch drüber gekommen. Seht ihr mal. So einfach kann das gehen, einen Berg zu erklimmen. Und ich schlage hier mein Zelt auf. Schön. Die Musik passt. Und ich sage, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.